Willkommen zurück zu einer neuen Folge WoW The Burning Crusade Classic. Und zwar haben wir mittlerweile das Schattenlabyrinth und den schwarzen Morast freigeschalten. Und jetzt beginnen wir eine neue Playlist. Und zwar wir starten mit der Pre-Quest-Reihe für Karazhan. Karazhan, eine der beliebtesten Instanzen in WoW, beliebtesten Raid-Instanzen. Und für diese Instanz müssen wir einige Vorarbeit liefern. Ihr seht, wir müssen zunächst ins untere Viertel, das ist optional. Man kann auch direkt vor Karazhan mit demjenigen sprechen, aber wir wollen ja alle Quests machen. Das heißt, wir kriegen hier die Quest vom Lehrling Tassarel. Die ist möglich ab Level 68 erscheint die. Genauso wie die erste Quest vor den Toren von Karazhan. Und die Quest schickt uns jetzt eben nach Karazhan, um mit seinem Lehrmeister zu sprechen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, wie wir hier von Shadrat nach Stormwind kommen. Weil das ist die kürzestmögliche Verbindung. Man könnte auch durchs dunkle Portal wieder gehen, aber das dauert ein bisschen länger. Wie kommt man nach Karazhan? Also wie gesagt, am besten durch Stormwind. Dann in Stormwind zum Flugmeister reiten. Also wenn wir uns durch Shadrat geportet haben, kommen wir hier beim Magierturm raus, sind im Magierviertel, reiten dann rüber über die Kanäle zum Handelsdistrikt und am östlichen Ende des Handelsdistrikts ist der Flugmeister. Das sollte, denke ich, den meisten bekannt sein. Jetzt gibt es keinen direkten Flugpunkt in Karazhan, sondern man muss einen kleinen Umweg gehen. Und zwar ist die nächstmögliche Gelegenheit, nach Dunkelhain zu fliegen. Und von Dunkelhain läuft man dann rüber in den Gebirgspass der Totenwinde. Und kann dann nach Karazhan. Ich werde das jetzt hier nicht rausschneiden, aber ich zeige euch das Ganze mal ein bisschen in schneller Form. Das heißt, wir fliegen zum Dennerwald, sind in Dunkelhain, reiten dann in Richtung Osten zum Gebirgspass der Totenwinde. Ihr seht unten schon Karazhan auf der Karte dargestellt. Wir können jetzt entweder die erste oder die zweite Abbiegung nach rechts reiten. Kommen dann zum Joch. Das war der Platz, an dem wir damals, bevor Burning Crusade Classic begonnen hat, diese Ogre hier gefarmt haben für Runenstoff und um ein bisschen Gold noch zu machen. Und wenn wir jetzt durch das Joch durchreiten, dann kommen wir unten in eine kleine Siedlung rein. Damals waren ja da schon Level 69 und 70er Mobs, die uns ganz schön den Hintern versohlt haben. Jetzt drehen wir den Spieß dann um. Ja, reiten durch das Dorf und kommen dann beim Erzmagier unten an. Denn ein Einwohner killen wir jetzt gleich noch. So, sehr schön. Ja, wir sind beim Erzmagier Alturus angekommen. Ihr seht hier auch, es gibt schon einiges, was man sich beim Rüstmeister kaufen kann. Die Fraktion hier ist das violette Auge. Und wir wollen jetzt die beiden nächsten Quests, die notwendig sind, die arkanen Störungen und die rastlose Aktivität, erledigen. Für diese Quest müssen wir
unterhalb von Karasan in Brunnen diese Aufzeichnungen, im Brunnen und einem unterirdischen See die Aufzeichnung entgegennehmen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo müssen wir denn hier rein. Okay, also die Mobs sollen wohl hier überall verstreut sein. Und die beiden Aufzeichnungen sehen wir weiter südlich, deswegen gehen wir mal in das Dorf hinein. Ah, und da geht's schon mal in den Keller runter. Das sieht doch vielversprechend aus. Okay. Gut, also. Hier ist links und rechts nichts. Hier geht's weiter nach unten in so Katakomben, kann man sagen. Lass mal unser Tier noch füttern. So. Ah, hier sieht man schon untote Verwalterin. Die würde eine dieser geisterhaften Essenzen droppen. Scheint wohl hier wieder ziemlich stark gefarmt zu sein. Das wird der See sein, den wir untersuchen müssen. Da gehen wir doch gleich mal außen herum durch. Ja, wir sehen es hier unten schon, dass die Leute ziemlich krass kämpfen. Gegen diese Untoten. Wir gehen erstmal zum See, benutzen unseren Kristall und werden von dem See eine Aufzeichnung anfertigen. Alles klar, mehr passiert da nicht. So, dann werden wir noch mal ein bisschen weiter reingehen. Vielleicht finden wir gleich noch den Brunnen. Da scheint es wieder nach draußen zu gehen. Okay. So, hier ist ein untoter Einwohner. Der nützt uns wenig, weil der bringt das Quest-Item nicht. Da hinten ist noch eine Seele. Da schicken wir doch mal schnell unser Pet drauf. So, und die untote Verwalterin wird ebenfalls gleich angegriffen. Hier sieht man nochmal, wie schön der Bogen gestaltet ist, den wir hier haben, vom schwarzen Morast bekommen. So, und die zweite arkane Störung liegt da ganz im Süden. Okay. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich wieder rausgehen müssen. Und dann woanders noch reingehen. Mal sehen, ob wir irgendwelche dieser Mobs hier finden auf dem Weg nach draußen. Aber das scheint fast nicht der Fall zu sein, weil hier die ganzen anderen Leute noch mit kämpfen. So, hier könnte man wieder nach unten fallen, okay. Gut, dann geht's erstmal hier wieder raus. Hier kommen schon die nächsten Spieler, die wieder hier runter wollen. Ja, das wird ganz schön dauern, bis wir hier... die können wir... Ach, die ist auf Entkommen. Na, oh, wie weit rennt die denn? Das gibt's auch gar nicht. Jetzt bleibt sie stehen, okay. So. Wir brauchen ja die geisterhaften Essenzen. Gut, 2 von 10 haben wir. Da hier noch wesentlich viele andere Spieler
unterwegs sind, suchen wir erstmal den Brunnen und hoffen, dass in der Region nicht so viele Spieler dann unterwegs sind. So, wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Ah, über die Platte, alles klar. Ja, das sind untote Einwohner, die bringen uns leider nichts. Natürlich haben wir beide geaddet. Ignorieren den einen erstmal. So. Und unser Pet kann mal bitte den anderen jetzt auch antinken. Die werden auch von zum Einwohner verfolgt. So. Dann geht's die Treppen wieder hoch. Ah, und auf der anderen Seite geht es nämlich gleich wieder nach unten. Okay, dann muss man wohl die beiden Keller hier erkunden. So, hier ist erstmal nichts links und rechts. Und hier sind dann schon weitere Gegner. Und auch weitere Spieler. Aber ich denke, ah, hier ist die Mobdichte wesentlich höher. Aha, der macht einen Fluch auf unser Pet, was die Attribute nach unten senkt. Da müssen wir natürlich aufpassen dann. Und die haben einen Ticken mehr Leben, ne? Nicht nur 4000, sondern 6000. Okay. Gut, die Verwalterin hat 5000. Aber trotzdem, ne? So. Ein Sechstel mehr Leben. So, jetzt gucken wir mal. Also diese Schemen haben bisher keine Essenzen gebracht. Die Verwalter schon. Hier ist was los. Da hinten ein Spieler, links ein Spieler, rechts noch zwei weitere. Allein hier in dem Raum sind wir schon zu fünft. Mein Feldsetzer kriegt ganz schön Damage rein von dieser Seele. Und bisher haben die Seelen keine Essenz gebracht, die Verwalter aber schon, obwohl die Seelen auch als Questgeber eingetragen sind. Mal beobachten, ob da überhaupt eine Seele mal rauskommt. Doch, da kam jetzt eine Seele raus. Alles klar. Okay, dann passt das. Ja, hier wird es noch ein kleines bisschen dauern, so wie ich das hier erkennen kann von der Spieleranzahl her. Obwohl die Essenzen ganz gut droppen. Da ist noch was respawnt. Wir befinden uns quasi hier in den Kellern unter Karasan.
Und versuchen jetzt geisterhafte Essenzen zu sammeln. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, ja, Respawn ist wirklich ganz gut hier, also da kann man nicht drüber schimpfen. Und er macht mit seinem Schattenblitz einfach mal 800 Damage. Netherstoff kriegen wir auch einiges. Jetzt gehen wir mal dorthinter. Weil das ist in Richtung Süden. Ich denke mal, dass dort hinten der Brunnen stehen wird. Da kämpft schon wieder ein Spieler. Ach, das sind zwei, die hier die Quest zusammen machen. Genau, hier können wir bei dem Brunnen die zweite Aufzeichnung entgegennehmen. Und jetzt haben wir noch drei Essenzen zu sammeln. So wird eigentlich mein Pet angegriffen von dem sein Mob. Das ist Mobbing. Hier gibt es erstmal nichts weiter, da der Spieler hier den Raum gern beansprucht. Gehen wir mal wieder nach vorne in den größeren Raum. Da gibt es auch mehr Mobs. Hier ist der nächste. Die Aufteilung in dem Raum finde ich sehr gut. Ja, man hat eigentlich immer so einen Mob, den man sich rauspicken kann. Wenn man möchte, kann man noch einen zweiten zusammenholen, weil die jetzt nicht sonst wie weit auseinander stehen. Aber sie stehen auch nicht so geknuppelt, dass man immer gezwungen ist, mehrere Gegner zu besiegen. Man kann sich schön einen nach dem anderen hier rausziehen. So, 8 von 10. Ich habe dennoch das Gefühl, dass die untoten Verwalter die Essenzen häufiger droppen als diese Seelen. Aber das kann halt auch nur für meinen Fall derzeit so sein. So, eine letzte Essenz. Der war es nicht. Der bewacht hier so ein bisschen den Ausgang. Der hatte jetzt auch keine Essenz, dann greifen wir den noch an. Und die letzte Essenz hier, die braucht wieder ein bisschen. Da ist sie. Alles klar. Dann können wir den Keller hier mal verlassen. Und die Quest beim Erzmagier abgeben. Hier ist niemand, der uns überrascht. Und dann geht's wieder vor die Tore von Karasan.
So, das waren die ersten beiden Quests. Ihr seht jetzt auch gleich, wie immer, jeder Schritt von der Quest unten im Chatfenster. Ja, im Chatfenster angezeigt wird. Und wir sollen den Bericht von Alturus jetzt nach Dalaran bringen. Okay. Das heißt, wir werden zurück nach SW gehen, mit dem Flugmount hoch in die Hügellande reiten und dann nach Dalaran. Das cutte ich natürlich raus und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind in Süderstade angekommen und reiten jetzt Richtung Norden an den Feldern des Hügellandes vorbei in Richtung Dalaran. Den kurzen Weg, weil man den vielleicht nicht immer sich vornimmt, zeige ich jetzt einfach mal vom Flugpunkt. Hier könnten wir was kirschnern, aber die bringen leider kein Knotenhautleder. Deswegen lassen wir die mal liegen. Ja, auf der linken Seite seht ihr jetzt die Felder des Hügellandes. Wir reiten weiter an vorbei. Wenn ihr das Video geschaut habt, von der Flucht aus Donhold, HDZ1, das ist quasi links die Stadt, in der wir dann gekämpft haben, in der wir Tereta befreit haben mit Thrall gemeinsam, und da sind wir dann auch das erste Mal auf den Drachenschwarm, auf den ewigen Drachenschwarm getroffen. Und vor uns taucht jetzt die Mana-Kuppel von Dalaran auf. Ja, die Stadt wird dann erst wieder restauriert von, oder mit der Hilfe von Khadgar, wenn es nach Wrath of the Lich King geht. Hier sind wir noch an der zerstörten Fläche, die damals durch Archimond, war es glaube ich, zerstört wurde. Jetzt unbewohnbar. Aber ein paar Magier von Dalaran sind noch da. Genauso wie Erzmagier Cedric. Wir geben den Bericht ab. Und wir sollen den Bericht jetzt zu Khadgar bringen. Okay, das machen wir ganz einfach. Wir haben ja unseren Ruhestein in Shadrad platziert. Das heißt, wir benutzen einfach den Ruhestein, gehen in die ins Zentrum von Shadrad, in die Terrasse des Lichts und können die Quest bei Khadgar abgeben. So, verkaufen noch kurz den ganzen Blunder, den wir bekommen haben während der Quest. Und dann geht's runter. Ah, Fahrstuhl ist gerade nach unten gefahren. Immer schön drauf achten, dass man nicht zu früh oder zu spät kommt. Insgesamt hat es mich bisher dreimal erwischt. Sobald ich dann das Flugmount habe, erwischt es mich nicht mehr. Aber das dauert noch ein Level. Okay, hier jetzt geradeaus. Einmal nach unten hüpfen. Und da steht Khadgar schon am Kreis des Lichts. So, und er fordert uns jetzt auf, das erste Schlüsselartefakt zu suchen, oder Fragment zu suchen, das wir benötigen. Hierfür müssen wir ins Schattenlabyrinth. Da können wir gleich noch die Quest Ärger im Aurindun hier bei der Spionagemeisterin annehmen. Und es gibt dann noch zwei weitere Quests in den Wäldern von Terokar, die wir mitnehmen werden.
Da unten seht ihr sie. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich werde das Schattenlabyrinth sowohl hier in dieser Playlist von der Prequest-Reihe Karasan als auch in der Playlist der Instanzen hochladen, sodass man sich, egal welche Playlist man gern ansehen möchte von den beiden, das Schattenlabyrinth natürlich ansehen kann, dass auch die Videos beide drin sind. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir das erste Schlüsselfragment in Schattenlabyrinth uns suchen werden, um dann später den Schlüssel von Karasan zu konstruieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!